Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin. Heute treffen sich zwei unserer Schiffe in Tallinn. Der Olli erzählt uns was über Asien und wir gehen mit Kollege Ole Thomsen in den Maschinenraum. Und am Ende, ganz am Ende, habe ich eine Überraschung für euch. Es ist immer ein ganz tolles Erlebnis, wenn zwei unserer Schiffe zur gleichen Zeit im Hafen sind. Dann wird gefeiert, dann wird zusammen auf der Pier was aufgeführt und es macht Crew und Gäste richtig Spaß. Das war auch so in Tallinn, als die Diva und die Kara sich getroffen haben. Und wenn ihr bei so einem Treffen mal dabei wart, dann freuen wir uns, wenn ihr hier unten eure Bilder von solchen Treffen postet. Viel Spaß! Wir haben sowohl die Offiziere von AIDA Cara als auch die Offiziere von AIDA Diva einmal zusammengetan. Deswegen wünsche ich Ihnen jetzt allen ganz viel Spaß bei Fit for Drums. Ich war ja letztes Jahr mit meiner Familie auf großer Asienreise, 14 Tage im März. Das machen wir dieses Jahr wieder, weil es uns so gut gefallen hat. Und da haben wir Entertainment Manager Olli, mit dem wir damals auch gefahren sind, gebeten, doch mal den Zauber von Asien einen kleinen Film darzustellen. Und das hat er toll gemacht. Guck mal. Geht es Ihnen auch so, dass Sie jetzt schon mal so langsam planen, was man im Winter so machen kann, dass man dem schlechten Wetter entflieht, dass man dem ganzen Weihnachtsstress entflieht? Da kann ich Ihnen einen guten Tipp geben. Ein persönliches Highlight für mich war im letzten Jahr die komplette Asienroute. Asien ist schön Wettergarantie, die ganze Zeit. Aber nicht nur das, es gibt unheimlich interessante Kulturen zu entdecken, verschiedene Gerüche auf jeden Fall, großartige Städte, Museen, ganz viel Kultur, aber auch richtig tolle, klasse Strände und richtig tolles Wasser. Es gibt was zum Schnorcheln, es gibt was zum Erleben und zum Relaxen. Immer wieder ein Highlight ist sicherlich das Königreich Thailand. Angefangen von Bangkok, Koh Samui oder Phuket sind das wirklich drei tolle Destinationen. Unterschiedlicher könnten die nicht sein. In Bangkok selber gibt es wirklich so viel zu sehen. Für die Kulturinteressierten, Tempelanlagen, für die kulinarisch Interessierten gibt es ganz, ganz tolle Garküchen auf der Straße. Da muss man wirklich zum Puls der gesamten Bevölkerung dort. Da muss man einmal durch mit dem Tuk-Tuk. Durch Bangkok Straßen ist eines der größten Highlights, schwimmenden Märkte, die Freundlichkeit und man ist überall wirklich herzlich willkommen. Weiter geht's mit der thailändischen Inselwelt, Koh Samui und Phuket. Ja, was soll man da sagen? Ich weiß nicht, ob Sie schon mal am Silver Beach gelegen haben oder am Chaweng Beach, wo Sie einerseits natürlich das Wasser erstmal genießen können, reinspringen können. Es ist total warm dort. Gleichermaßen können Sie aber einen Kilometer weiterfahren, dann können Sie eine Dschungeltour machen. Es gibt wirklich viel zu erleben. Es ist für groß und für klein. Also für die gesamte Familie werden Sie dort wirklich Spaß haben. Als ich das erste Mal in Malaysia war, war ich total positiv überrascht. Kuala Lumpur beispielsweise, die Petronas Towers, so eine wirklich topmoderne Stadt, total sauber und man kann sich absolut sicher fühlen und Sie werden ganz tolle Erlebnisse haben. Und dann kommen wir zu Singapur. Es gibt nichts, was es nicht gibt in Singapur. Stellen Sie sich einfach nur vor, Sie sitzen abends ganz entspannt bei 25 Grad in dem Marina Sands Bay Hotel, dem Surfboard, haben einen Singapur Sling in der Hand und schauen auf den Hafen. Ein besseres Bild gibt es gar nicht. Und das Schöne ist, die meisten Highlights sind gerade mal fußläufig erreichbar. Ja, also der Botanische Garten, Gardens by the Bay, ist ein absolutes Muss. Und es ist auch jedes Jahr irgendwie neu. Man kann gar nicht sagen, dass man einmal dort war und man hat alles gesehen. Singapur wächst und gedeiht, verändert sich jeden Tag. Shoppingparadiese noch und nöcher. Und wie gesagt, es gibt wirklich nichts, was es nicht gibt in Singapur. Erstmal einlaufen in Hongkong bleibt, glaube ich, ein Leben lang in Erinnerung. Hongkong als Stadt zu erleben, ist der Wahnsinn. Da gibt es Märkte noch und nöcher. Sie können wirklich einkaufen gehen. Sie können allerdings auch einfach mal nachts durch die Stadt fahren, denn oftmals ist es ja auch so, dass man die Zeit am Abend eben hat. Und Hongkong bei Nacht ist fast noch exklusiver als Hongkong bei Tag. Eine neue Welt ist die Stadt Shanghai.
Ein Abendspaziergang in Shanghai gestaltet sich so, man fühlt sich direkt ins 22. Jahrhundert befördert und man hört nichts. Es ist eine absolut stille Stadt. Es gibt nur Elektrofahrzeuge, Roller, nur Elektroautos. Man hört wirklich nichts. Das ist eine Stadt, eine Millionenstadt, wo man wirklich entspannen kann. Aber sie ist natürlich sehr lichtintensiv, kann ich sagen. Jeden Abend gibt es dort beispielsweise eine Lichtshow. Und das ist ein absolutes Spektakel und ein Must-See, um es mal so zu formulieren. Kommen wir zum Resümee. Gehen Sie mal einen großen Schritt auf Asien zu und Sie werden wirklich begeistert sein, so wie ich es gewesen bin, beim ersten Mal, beim zweiten Mal. Und ich finde, das ist immer wieder eine Reise wert. Und es gibt auch gar keine Ausreden. Man ist nicht zu alt, man ist nicht zu jung dafür. Es ist für die ganze Familie geeignet und an Bord. Ja, heißen wir Sie natürlich immer willkommen mit unserem Service hier. Und wie kann man entspannter Asien erkunden als mit AIDA? Ich weiß es nicht. Ich wünsche Ihnen ganz, ganz viel Spaß bei Ihren Urlauben bei AIDA. Zugegebenermaßen, ich bin ja sehr begeistert über AIDA und über unser Produkt und ich äußere das auch bei jeder Gelegenheit. Aber ich freue mich immer richtig, wenn ich auf Kollegen treffe, die genauso und vielleicht noch mehr begeistert sind als ich. Wie zum Beispiel der Kollege Ole Thomsen an der Maschine auf der Kara. Hallo und herzlich willkommen im Maschinenkontrollraum von AIDA Cara. Ich bin Ole, der Senior-Ingenieur hier, passt auch vom Alter. Und ich möchte Ihnen jetzt einfach mal ein bisschen den Maschinenbetrieb ein wenig näher bringen und erläutern, was wir hier unten so machen. Wir liefern Ihnen Strom, Wasser, Abwasserentsorgung, Müllabfuhr, was haben wir dann noch? Lichtstrom, Klimatisierung, Wärme und Kälte. Wir überwachen hier alles, was an Fehlern, Störungen und Alarmen hier aufläuft, wird von unserem Wachingenieur quittiert, ausgewertet und entsprechende Gegenmaßnahmen eingeleitet, damit wir jeweils immer einen sicheren Maschinenbetrieb gewährleisten können. Und nun wäre mein Vorschlag, gehen wir einfach mal ein bisschen durch den Maschinenraum und schauen mal, wie es dahinter aussieht. Kopfhörer auf und los geht's! Hinter mir ist der Hilfsdiesel 2, bei meiner Kamerafrau der Hilfsdiesel 3. Hier ist der Motorenteil, hier drüben der Generatorenteil. Motor läuft und schwuppidiwupp geht der Generator sich und kriegt Strom. Der Strom geht rüber auf den Schalthafen. Wenn man jetzt hier mal so zu meinen Füßen guckt, darunter befindet sich die Propellerwelle. Im Hintergrund, wenn wir uns jetzt einmal rüber begeben, haben wir hier die Stabloch-Kompressoren, die unsere Druckluft produzieren. Das ist ein weiteres Highlight. Das ist unser Wellengenerator. Davon haben wir zwei Stück. Und die können wir mit den Hauptmotoren antreiben. Das heißt, wenn unsere E-Diesel mal streiken, haben wir immer noch eine kleine Redundanz. Die Kisten hier. Hat sonst kaum einer. Nach dem Hilfsdieselraum sind wir nun im sogenannten Hauptmaschinenraum. Hier befinden sich neben den vier Antriebsdieselmotoren auch noch zwei Hilfskessel, die Dampf erzeugen. Den Dampf benötigen wir für verschiedene Aufgaben, unter anderem Vorwärmung von Tanks und wenn es kalt wird, auch für die Heizung. Sechszylinderreihe hat einen entscheidenden Vorteil. Sechszylindermotoren sind absolut vibrationsfrei und laufen auch in zweiter und dritter Ordnung ohne Vibration. Und das sorgt dafür, dass die Anlage hier selber wunderbar ruhig läuft. Mein Vater hätte gesagt, Tickel-Tackel-Motor. Wir können einmal die Motoren überwachen oben vom Kontrollraum. Und wir haben immer noch die Möglichkeit, dass wir auch direkt vor Ort hier überwachen können. Dafür habe ich auch meine Röntgengänger, die eben halt ständig hier in den Räumen unterwegs sind und die Manometer, Thermometer und sonstigen Anzeigen kontrollieren und dafür sorgen, dass wir einen störungsfreien Maschinenbetrieb sicherstellen können. Ja, wir sind ja auf See, Schiffe haben die Neigung, dass sie rollen, stampfen und so weiter. Und gegen das Rollen haben wir was ganz Tolles hier eingebaut, das sind die sogenannten Stabilisatoren. Nichts anderes als kleine Flugzeugtragflächen, die wir ausklappen können. Kann man eigentlich immer ganz schlecht sehen, weil die sind hier hinter eingelassen. Wir sehen hier nur die Betätigungsmechanik, den großen Hydraulikzylinder. Und damit gleichen wir dann ganz gepflegt unsere Rollbewegung aus, dass Sie das Gefühl haben, dass es gar nicht schaukelt. Zumindest nicht toll. Ja, und damit kommen wir nun zum Ende unserer kleinen Tour durch die Maschine und sage Tschüss und AIDA sehen. Und egal, ob ihr eine Städtereise machen wollt, ob ihr durch Asien fahren wollt oder in die Karibik wollt, ob ihr tolle Häfen sehen wollt oder an Bord was erleben, ob ihr Kunst oder Kultur erleben wollt, alles das geht mit uns. Geht ins Reisebüro oder auf www.aida.de, da erfahrt ihr mehr. Und jetzt kommt sie, die Verlockung der Woche.
Wir starten in Gran Canaria und fahren als erstes nach La Gomera, Teneriffa und La Palma. Jetzt geht es zu den Azoren und wir besuchen Ponta Delgada, Orta und Praia da Vitoria. Das nächste Ziel ist die Blumeninsel Madeira. Noch ein Halt in Lanzarote und Fuerteventura und wir erreichen den Ausgangspunkt unserer Reise, Gran Canaria. Und zum Schluss wie immer die weltallertollsten Bilder von unseren Schiffen mit der schönsten Musik von Bord, ausgesucht von Darko natürlich. Und jetzt müsst ihr wirklich, wirklich, wirklich dranbleiben, weil am Ende habe ich noch eine geheime Botschaft für euch. Ich werde ganz oft gefragt, wann bist du denn so richtig glücklich und zufrieden mit deinem Job? Und da habe ich mir gedacht, das schreibe ich mal auf.